Rottenburg habe ich vorher noch nicht gekannt. Durchs Volleyball wurde es dann natürlich bekannt. Ist keine große Stadt, aber für mich nicht weiter tragisch. Ich bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen und von daher fühle ich mich hier sehr wohl. Zum einen war ein wichtiger Wechselgrund für mich, dass ich hier Studium und Spitzensport vereinbaren kann und dass die Kooperation mit Universität und dem Verein hier ziemlich gut läuft. Und allgemein ist Rottenburg für mich ja, eine attraktive Mannschaft gewesen mit einem Trainer, der mir sehr zugesprochen hat. Und dann hat das Gesamtpaket gestimmt und dann habe ich mich dafür entschieden. Ist auf jeden Fall ein sehr volleyballbegeisterter und sportverrückter Mensch. Das denke ich, sieht man auch bei Spielen und im Training jetzt auch. Er war auch ein sehr wichtiger Grund für mich, nach Rottenburg zu wechseln. Einfach weil mir seine persönliche Art sehr zugesprochen hat und mich überzeugt hat. Die Paul Horn ist eine sehr spezielle Arena. Einfach wegen der Farbe. Letztes Jahr war es schon gewöhnungsbedürftig, als wir mit Coburg hier gespielt haben. Aber ist natürlich ein riesen Heimvorteil, finde ich. Und ist auch auf der anderen Seite eine ganz attraktive Halle, weil ziemlich viele Zuschauer immer zu den Spielen hier kommen. Und das macht mir persönlich auch Lust auf die Heimspiele, einfach weil die Stimmung hier ziemlich gut war. Die Stimmung innerhalb vom Team ist sehr positiv zu bewerten, finde ich. Es versteht sich jeder sehr gut mit jedem und deswegen fühle ich mich hier auch als Neuankömmling sehr wohl. Ich bin richtig gut aufgenommen worden von jedem und in Zukunft wird uns das auch weiterhelfen, wenn es dann in der schwierigen Phase in der Saison ist, weil wir einfach einen guten Teamzusammenhalt hier haben und ist eine gute Sache. Spitznamen habe ich keinen speziellen. Die wenigsten nennen mich Kalli, ansonsten einfach Moritz. Auf jeden Fall Berlin. Einfach wegen der Zuschauerzahl. Das macht mega Spaß, vor so einem Publikum zu spielen und gibt auch nochmal einen extra Motivationsschub. Aber auch Coburg, einfach weil es gegen meinen Ex-Verein geht und ich da auch gerne einfach nochmal spiele. Mit der Mannschaft will ich auf jeden Fall die Playoffs erreichen als Mindestziel und dann so weit wie es geht kommen. Vielleicht auch ins Pokal-Halbfinale, wenn es irgendwie möglich ist. Und meine persönlichen Ziele sind hier, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, möglichst viel Einsätze zu bekommen und mich persönlich weiterzuentwickeln.